Wenn du harte 8 Stunden arbeitest, dann kriegst du es irgendwann auf die Reihe und darfst ganze 12 Stunden am Tag arbeiten. Ich freue mich. Mein Gott, heute ist wieder schlimm, ne? Was ist das? Das sieht irgendwie aus wie ein, keine Ahnung, ein Splitter oder sowas in einem Auto. Wenn ich dann renne, erzeugt es Abtrieb und hält mich auf der Straße. Das ist ja unglaublich. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zur Beta von Beholder 2. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste nicht, dass Beholder 2 auf irgendeine Art und Weise existiert. Ich habe den ersten Teil gespielt und ich fand den auch wirklich, wirklich gut. Obwohl das Ende, was ich gekriegt habe, unglaublich schlecht war. Aber darüber reden wir einfach mal nicht. Wir tun so, als wäre das nie passiert. Und dann habe ich in die Kommentare geguckt und da stand tatsächlich irgendwas von einer Beta zu Beholder 2, also habe ich mich schlau gemacht und es gibt tatsächlich ein Beholder 2, das ist in der Entwicklung und das hier ist die Beta davon und deswegen, ohne viel zu quatschen, spielen wir heute die Beta von Beholder 2 und zuallererst fällt auf, das Spiel sieht quasi gleich aus, der Stil ist derselbe, aber das Level hier ist viel größer als alles, was wir im ersten Teil hatten und ich kann mich jetzt mit WASD bewegen. Ich glaube nicht, dass das vorher ging, beziehungsweise nur mit A und D, weil ich kann nicht nach hinten und vorne. Ich glaube nicht, dass das vorher schon ging, wenn es ging, habe ich es nie benutzt. Aber es fühlt sich jetzt so ein bisschen mehr an, als wäre es so ein Third-Person-Adventure-Spiel, anstatt einfach nur so ein Point-and-Click-Adventure. Das ist eigentlich ganz nice. Okay, das hier ist das Erste, was gekommen ist, nachdem ich das Spiel gestartet habe. Es hieß einfach nur, ich soll mich zur Arbeit melden und mich mit irgendeinem treffen. Ich schätze, das hier ist mein Kontaktmann, denn der sieht irgendwie so aus, als wäre er wichtig. Hi. Hi, ich schätze, du bist derjenige, auf den ich warte. Mein Name ist George Hemnitz. Ah ja. Schön, dich zu treffen. Mein Name ist Evan. Okay, ich glaube auch nicht, dass der eine Verbindung zu den Charakteren aus dem ersten Teil hat. Aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht kommt da noch irgendwas raus. Du musst bist ein ganz großer, ne? Oder so bist so einer der besten, Evan, richtig? Warum? Nun, ich bin jetzt seit 8 Jahren beim Ministerium. Nein, seit 8 Jahren, 4 Monaten und 12 Tagen beim Ministerium. Und in dieser Zeit habe ich 18.342 Bewerbungen durchgeschaut. Habe 1.629 Tassen Kaffee getrunken. Und hier. 284 Zwischenfälle beobachtet. Aha. Und jetzt frag mich mal, wie oft ich rausgeschickt wurde, um jemanden oder um jemanden Neues willkommen zu heißen. Wahrscheinlich kein einziges Mal bis jetzt. Weil ich der Beste bin. Das strahlende neue Kind des Ministeriums. Keine Ahnung, wie viele? Null. Exakt null. Nada niente. Nicht an einem dieser 3052 Tage. Okay, ich bin also der ganz Große. Ich könnte jetzt sagen, ja, du hast recht, ne? So ein bisschen mein Ego demonstrieren, aber das macht man ja nicht. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich tue einfach mal, ich kenne die Vorgeschichte nicht, wahrscheinlich habe ich mich einfach hier beworben und wird genommen. Also ja, keine Ahnung. Ich glaube, du musst mich vertauscht haben. Ich bin einfach nur irgendein Typ, der hier arbeiten will. Mein Name ist Evan Redgrave. Redgrave? Wie in Redgrave? Redgrave? Oh Gott, dein Vater. Ich weiß nicht, wer mein Vater ist. Okay, genug davon, bring mich zum Ministerium. Oder was willst du sagen? Mein tiefst empfundenes Mitleid, weil ganz am Anfang hat man so einen Zettel gekriegt, da stand auch drauf, dein Vater lebt nicht mehr. Mehr Infos, wenn du hier bist, irgendwie sowas, sollte ich vielleicht dazu sagen. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, was du gerade fühlst, bla 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 bla. Und ich habe ihn erst 58 Stunden und 23 Minuten gesehen, bevor er, naja, bevor das passiert ist. Warum zählt er die Zeit so genau mit? 58 Stunden und 23 Minuten. Wer zählt die Zeit so genau? Niemand zählt die Zeit so genau. Was ist das denn für einer? Nun, wir hatten nicht so eine gute Beziehung. Um ganz ehrlich zu sein, haben wir seit 10 Jahren nicht mehr geredet. Ich wusste nicht mal, dass ihr arbeitet bis gestern. Deswegen bin ich hier. Das heißt, ich übernehme jetzt seinen Job oder was? Er hat hier nicht nur gearbeitet. Er war einer der besten Leute hier. Top-Management, aha. Und das Beste ist, er hat niemals auf seine Untergebenen herabgeschaut. Okay, was ist passiert? Wahrscheinlich noch nicht viel, beziehungsweise es ist was passiert, aber es hat ihm halt keiner gesagt. Uns wurde nicht viel gesagt, wir haben nur ein, zwei Fakten, der Rest ist einfach nur so Geschwätz. Okay, was sind die Fakten? Vor 47 Stunden und 23 Minuten, der Typ ist unglaublich, ist dein Vater aus dem Fenster gefallen. Ah ja, und das 37 Stockwerke lang. Das ist toll. Ah ja, ich schätze, es war definitiv ein Unfall, bin ich mir sicher. Das ist nicht viel. Wie lange quatschen wir noch? Hat beim ersten Teil jemand so viel gequatscht? Ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich nicht, aber ich, ich habe wichtige Infos. Aber die sollten wir woanders besprechen. Okay, jetzt zeige ich dir deinen Tisch.
Und Prioritäten. Und so, bist du bereit für deinen ersten Tag im Ministerium? Sicherlich doch. Tun wir es. Okay, ich soll ihm folgen. Das ist jetzt... Das war schon mal... Viel Gequatsche jetzt. Aber eine Story und so... Muss gesettet werden. Ich soll ihm folgen, aber gleichzeitig läuft er nur, wenn ich laufe. Okay. Ist das hübscheste Gebäude der ganzen Stadt. 37 Stockwerke, so schnell kann ich leider nicht lesen. Das da ist die Statue des Wise Leaders. Aha, 5500 Tonnen aus Beton. Das ist toll. Was ist hier? Ah, das ist, ja. Das ist mein Vater. Oder war mein Vater. Okay. Das, anscheinend sind hier auch noch Leute, die das untersuchen. So, dürfen wir rein. Finde ich super. Okay, ich glaube, das ist das erste Mal, dass man das Ministerium von innen sieht, ne? Weil im ersten Mal hatten wir ja nur irgendwie so ein Telefon zum Ministerium. Das hier ist das Ministerium. Das geheimnisumwobene Ministerium aus dem ersten Teil, wo ich immer nur angerufen habe. Und sonst nicht viel anderes passiert ist. Okay, das ist alles sehr sicher. Hier, so schnell kann ich nicht lesen und übersetzen, es tut mir leid. Okay, nichts piepst, alles ist gut. Wups. Jemand wurde erwischt. Okay. Aha, aha, aha. Und wir benutzen 10 Gigabit pro Sekunde. Das ist mal eine Ansage. In welchem Jahr leben wir? Okay, ja, klatscht euch weiter. Ich bin mir sicher, es ist großartig. Die haben es irgendwie von Post. Okay, 37 Stockwerke. Doppelt so viel sind unten drunter. Ah, ja. Das ist so... Das Spiel gerade so, ja, ich bin die Beta, hier sind die Fakten. Alles, was du wissen musst, wird einfach vor dir ausgebreitet und du musst es irgendwie sortieren. Okay, wir sollten uns immer daran erinnern, warum wir hier sind. Okay, hier sind Generalversammlungen. Aha, normalerweise ziemlich langweilig. Und das Ding hat ziemlich viel Fläche. Ich weiß, ich könnte jetzt hier weiter mit Ministry-Fakten um mich spitten, indem ich sie einfach übersetze, aber... Ach Gott. Okay, 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 hier sind die ganzen Lines... Und der Typ, dem Typen fällt immer alles runter. Und er erinnert sich nicht mal an seinen Namen. Was ist das für ein Ort? Also was genau läuft hier? Weil das wurde ja auch nie richtig gesagt, was im Ministerium eigentlich abgeht. Richtig? Ich weiß es nicht mehr. Das erste Spiel ist Ewigkeiten, keine Ahnung. So. Alles gut. Wie weit ist es noch? Außerdem, ich soll ihm folgen, trotzdem läuft er mir hinterher. Okay, hier ist der Common Room. Das ist quasi sowas wie der Pausenraum, die Recreation Area. Ah ja, und das ist endlich mein Tisch. Das wurde aber auch Zeit. Jetzt kann ich an die Arbeit gehen, weil es gibt nichts, was ich lieber tue als Arbeit. Das ist dein Tisch. Okay, sieh dich ein bisschen um. Und sobald du bereit bist, gebe ich dir deine erste Aufgabe. Okay, das hier ist also mein Tisch. Hast du dich umgesehen? Ich zeige dir jetzt, wie das alles hier funktioniert. Weißt du schon, was deine Pflichten sind? Nein, deswegen höre ich beim Briefing zu. Erzähl mir was über meinen Job. Okay, der Reception Room. Okay, ich kümmere mich um Besucher. Okay, das ist quasi die vorderste Linie. Aha, aha. Und nur die, die ausgewählt wurden, dürfen rein. Das sind quasi wir. Okay, do you think you've been chosen? Die Leute denken oft, sie wären speziell. Aha, aha, aber wir sind alle gleich. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinen Fakten. Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Okay, ich kümmere mich um die Besucher. Ich höre mir an, was sie zu sagen haben. Guck mir an, welche... Hier. Papiere sie dabei haben, genau. Und hier, wo sie hingehören. Und ich muss die richtigen Knöpfe drücken. Ist das sowas wie Papers, please? Nur in Beholder-Form, so kommt es mir nicht langsam vor. Okay, ask about the forms. Oder complete tutorial. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, weil ich habe jetzt ganz ehrlich nicht noch Lust, 100 Stunden hier rumzuquatschen. Ich würde ganz gerne zum Punkt kommen. Deswegen teste ich das einfach mal. Complete Tutorial. Heißt das jetzt, dass das Tutorial kommt? Oder dass das hier das Tutorial ist und ich es hiermit abschließe? Ich drücke jetzt da drauf. Auf eigenes Risiko. Alles ist bis jetzt klar. Ja, sicher doch. Okay, jetzt schauen wir mal, wie sich die Theorie von der Praxis unterscheidet. Okay. Die Papiere. Okay, ich muss 5 Leute quasi heute durchbringen. Okay, und wenn ich meine Quote schaffe, kriege ich Reputationspunkte. Ich hätte gern lieber Geld. Und wird, ja, es gibt wieder Reputation, es gibt wieder Geld. Hier oben ist es, das ist der wichtige Unterschied. Okay, jeder kann Geld verdienen, aber Reputation muss quasi... Nein, jeder kann Geld klauen oder finden, aber Reputation muss verdient werden. So rum.
Okay. Und ich kann auch sonst nicht befördert werden, krieg keine Belohnung und so weiter und so fort. Ja, ist okay. Können wir bitte die Konversation beenden, weil ich möchte. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage. Ich möchte gerne bitte arbeiten. Mann. So. Kann ich hier rein? Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir an die Arbeit. Ich muss 5 Leute durchbringen und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, 5 Forms. Process Appeals. Heute ist der 7. Mai. Okay. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay. Hi. Na, was geht? Select Appeal Type. Wer wird in der Armee dienen? Wenn sie nicht mal das Wort Exekution buchstabieren können. Das klingt nach... nach Complaint eigentlich? Ja? Oder? Ja, das klingt eigentlich nach Complaint. Ich habe keine Ahnung, das müsste... Order sein? Ach, ich weiß es doch nicht! Das ist so offen. Wenn das hier alles ist, was er zu sagen hat, ist das so offen. Ich habe keine Ahnung. Order? Order? Nee, Patriotism? Keine Ahnung. Und Montag. 78, ja, das steht da oben drüber. Das ist toll. 154 ist nicht offen. Okay, haben wir nicht. 279 ist am Montag. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. Das war richtig anscheinend. Also ist es mehr oder weniger selbst erklären. Man muss nur ein bisschen Fantasie haben. Okay, ich verstehe. Okay. Er wurde... Also sie hat mit ihrem Gefangenen geredet. Der wurde jetzt transferiert. Und fragt oder antwortet nicht mehr. Okay, darf ich fragen, wo er... Hier. Hingebracht wurde. Das ist Information, ganz klar. Ah, wobei... Eigentlich ist es auch sowas wie ein Request. Es ist beides. Es ist eine Nachfrage nach Informationen. Eigentlich ist es ein Request. Ne? Technisch gesehen. Weil sie will ja irgendwas und das wäre eigentlich Order. Genau. Und dann jetzt muss ich das hier... 101 wäre das. Ich habe keine Ahnung. War auch richtig anscheinend. Okay. Mache ich das richtig? Bis jetzt schon. Okay. Nächste. Here's a list of our unmarried librarians. Das ist eine Information. Die hat eine Liste gebracht anscheinend. Okay, das ist Information für unmarried. Das müsste Social Care sein, richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, bis jetzt funktioniert es. Das ist so, jeder Bürojob ever, du hast keine Ahnung, was du machst. Aber es scheint zu funktionieren. Das ist, wann immer ich einen Bürojob hatte, war es genauso. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es hat halt irgendwie geklappt. Ich habe das Buch so und so gelesen, jetzt kann ich nicht schlafen. Das ist ein Complaint, ne? Glaube ich. Und zwar Science and Technology. Und wir schicken den Mann ins Büro 78. War auch richtig. Also eigentlich ist es ganz einfach. Oder habe ich einfach unglaubliches Glück? So, die letzte Person für heute. Hallo, die Mädchen aus unserem Schlafbereich haben geantwortet und... 100 Stockings, okay. Also haben Strümpfe gespendet, die in Fallschirm oder Fallschirmschnüre gemacht werden sollen. Das ist eine Information, schätze ich. Ja, würde ich sagen. Und zwar für Patriotism. Ja, Ministry of Patriotism, da steht es ja sogar. Und dann schicken wir sie ins Büro. 154, nein, 279, jawohl, alles richtig. Nur der Form war falsch. Es war ein Request. Wie war das ein Request? Das war einfach nur eine Information, aber okay. Ich sehe nicht, wie es ein Request war. Der Typ will wieder mit mir reden. Was ist los? Ich habe doch kaum gearbeitet. Machen wir jetzt schon Mittag oder was? Was geht? Ich will mit dir reden, jetzt. Ich habe kaum was gemacht. Was ist los? Performance Report. Okay, ich habe die Quote erfüllt. Eins davon war falsch. Ich sehe immer noch nicht wie, weil das war nicht wirklich ein Request. Das war nicht mehr eine Information. Aber die Frage ist halt, wie wird Information gezählt? Ist, wenn mir jemand was sagt, ist das dann eine Information? Oder wenn ich was sage, ist das eine Information? Weil es kann ja beides sein. Weißt du, was ich meine? Okay. Machst du weiter? Bla 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 bla. Ich habe dir noch eine Sache zu sagen. Du bist jetzt auf dich allein gestellt.
Okay, das heißt, das Spiel jetzt so, jetzt sind die Stützräder weg. Du kriegst das schon irgendwie auf die Reihe. Wenn du harte 8 Stunden arbeitest, dann kriegst du es irgendwann auf die Reihe und darfst ganze 12 Stunden am Tag arbeiten. Ich freue mich. Yay. Okay, ich schreibe es ins Journal rein. Dass du dein Briefing hast, alles ist richtig. Okay, und die Dokumente sind hier, bei dem Karren. Bring die da und da. Da und dahin. Ich habe wieder einen Satz geschluckt. Siehst du das? Das ist, was das Spiel aus dir macht. Deine Gehirnfunktionen funktionieren nicht mal mehr. So. Okay, ich warte bei der Statue auf dich. Wir haben mehr, über das wir reden müssen. Das heißt, ich habe jetzt ziemlich viele Aufträge, die ich am besten alle gleichzeitig erledigen sollte, wenn es recht ist. Die Dokumente nehmen. Ich könnte ja auch weiter arbeiten, um mir mehr Zeug zu verdienen, aber ich mache jetzt mal, was ich machen soll. Ich nehme die Dokumente. Nicht angucken, du sollst sie nehmen, aber okay. Dann, Doppelklick, Doppelklick. Und die müssen zu Magda Rakovic. Ah ja, zum Glück gibt es einen Marker, wo die ist. Weil ich kenne mich ja hier nicht aus. Keine Ahnung, ich bin der Neue. Bitte lassen Sie mich einmal durch. Wer ist Magda? Wer von euch an? Ich laufe einfach mal. Ich kann ja nur von links nach rechts, nicht nach vorne und hinten. Das ist eigentlich ganz praktisch. Hier ist Magda. Sieht nach einer sehr netten Person aus. Bitteschön. Ich habe dir die Dokumente gebracht. Was machst du denn hier? Hi. Hallo. Das ist nicht sehr nett einer alten Frau gegenüber. Eigentlich ja, doch schon. Tut mir leid, was willst du? Die Dokumente. George Hamnitz hat mir gesagt, ich soll dir das hier geben. Du hast nicht reingeguckt. Nein, natürlich nicht. Ich habe dich gefragt, ob es dich interessieren würde, reinzuschauen. Ich habe gefragt, ob du es gemacht hast. Okay, okay, okay. Ja, Top-Secret-Dokument zu lesen ist eine dumme Idee. Habe ich das klar ausgedrückt? Ja. Und ich stecke meine Nase nicht in andere Leute Angelegenheiten. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Und, ne? Clever und so. Okay, es ist mir egal, was du damit machst. Das sind die Regeln. Ja, ich merke ganz eindeutig, sie mag es nicht, wenn man bildlich spricht. Ich krieg das schon auf die Reihe. Okay, okay, okay. Nothing to sell you, not even your name. Was stimmt mit meinem Namen nicht? Du bist immer noch hier. Teste meine Geduld nicht. Ich gehe ja schon. Was? Was? Nette Dame, muss ich sagen. Also, Sekretärinnen müssen ja nett sein, das kommt mit dem Job. Und das hier ist, glaube ich, die netteste Sekretärin, die ich jemals gesehen habe. Weil es einfach so zuvorkommt, so nett. Auch den neuen Leuten gegenüber. Und jo, heißt dich sehr, sehr gerne willkommen. Jetzt wartet der Typ wieder draußen, ich soll draußen mit ihm reden. Kann ich jetzt den ganzen Weg zurückmarschieren? Okay, ich bin jetzt wieder draußen. Aber ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist und ich kriege auch keinen Marker. Und ich kann nicht weiter... Da ist er ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht weiter in die Richtung laufen. Was ein großartiger Tag. Worüber willst du sprechen? Evan, es geht um deinen Vater. Die Dinge, die passiert sind, sind furchtbar. Okay, ich muss dir was sagen. Dann sag. Okay, 20 Leute in dieser ganzen oder im ganzen Land wissen von dieser Information. Also ich nehme hier ein Riesenrisiko auf mich. Okay, ich werde es niemandem verraten. Ja, ist okay. Okay, er hat eine Position gekriegt. Und er sollte auch in Department 6 helfen, was auch immer das ist. Das ist ein Mythos. Keiner glaubt daran. Oh, ist das jetzt wie Area 51 oder sowas. Okay, das heißt, Department 6 gibt es definitiv. Das ist toll. Okay, okay, was auch immer das ist. Und mein Vater hat das gewollt. Und er war der Chef von diesem Department 6. Das ist ja nice. Okay, Heimdall. Irgendein geheimes Projekt, okay? So haben wir uns getroffen. Ich war immer sehr gut mit Zahlen. Nein, echt? Welche Riesenüberraschung. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Okay? Und er hat quasi Statistik da oben gemacht. Okay, hat nicht viel über sich geredet, aber immer viel über seinen Sohn. Das bin ich in dem Fall. Okay. Was ist wegen dem Projekt? Das ist ziemlich wichtig, was er über mich gesagt hat. Was ist wegen dem Projekt? Okay, ist zu gefährlich. Wie wär's mit morgen? Okay, ich sag dir alles und du kannst dann entscheiden, was du mit der Information machen willst. Okay. Ich kann gerade eine Dialogschleife machen, indem ich einfach nochmal frage. Das heißt, ich muss das hier stellen. Wir haben seit 10 Jahren nicht mehr gesprochen. Okay. Okay, er hat immer gehofft, ich könnte ihm beitreten. Oder halt mit ihm arbeiten. Okay, hat einen Brief geschrieben. Und er muss, oder er muss gewusst haben, was mit ihm passieren will. Hast du den Brief dabei? Nein, den habe ich zu Hause. Okay.
Und dann morgen. Er will alles morgen machen. An einem ruhigeren Ort. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Okay, das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Auf Wiedersehen. Das heißt, ich bin noch nicht mal einen Tag hier. Und das Ganze wird schon so richtig... Ja, so richtig deep. Mal schauen, wie tief dieses Loch noch geht. Okay, jetzt soll ich mir den Brief holen. Den er zu Hause hat. Das, ja, kann ich das wegklicken? Das heißt, nee. Ich renne jetzt nach Hause, bevor er, also zu seinem Zuhause, bevor er in seinem Zuhause ist anscheinend. Weil er geht jetzt ganz langsam, ich könnte jetzt dahin rennen, ich wäre also vor ihm da. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war's wie diesmal. Hier bei der Beta von Beholder 2. Schreibt mir drunter, ob ich das weiterspielen soll. Ich finde das bis jetzt extremst cool. Das hat überhaupt, also bis auf natürlich das Szenario und die ganze Welt, quasi gar nichts mit dem ersten Teil zu tun. Das Gameplay ist komplett anders. Und schon jetzt hat es gefühlt mehr Story als der erste Teil nach, keine Ahnung, ein paar Stunden Spielzeit. Also ja, das ist bis jetzt eigentlich ganz cool. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Nicht vergessen, wer Formular 31-32 nicht ausfüllt, verstößt gegen die Grundregeln.